Hallihallo, jetzt zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Assassin's Creed Odyssey und wir sind hier in Pericles Anwesen. Oder, naja, doch, wir sind im Anwesen drin. Im Gelände zumindest. Aber irgendwie. Na gut, dann gehe ich jetzt einfach mal hier so hoch. Warum springst du da einfach wieder runter? Ich glaube, ich muss hier gleich in die Türen rein, aber... Ich warte gerade so ein bisschen auf die Person da unten. Ach komm. Ach, Blödsack. So. So besser? Du bist hier. Natürlich. Barnabas war drauf und dran, nach dir zu sehen. Nee, nee, wie er sagte, der Gedanke zählt, nicht wahr? Offensichtlich. Komm, die anderen warten. Wir waren besorgt, dass du es nicht schaffst. Vor allem, wenn jede Stadtwache Athens nach dir sucht. Kleon braucht schon mehr als das, um mich zu stoppen. Mhm. Was macht ihr? Wir arbeiten gerade einen Plan aus, um Kleon zu stürzen. Ich würde es kaum einen Plan nennen. Viel Gerede, nicht so viele Taten. Es fühlt sich anders an, ohne Pericles. Doch seine Idee lebt weiter. Deshalb sind wir hier. Wo wir uns einst trafen, um Probleme zu vergessen, gehen wir sie nun frontal an. Und kommen zurück zu dem, was wirklich zählt. Athen wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Ihr wollt also Kleon stürzen? Wie lautet der Plan? Es wird nicht einfach. Sein Tod würde den Frieden stören. Das wäre nicht gut für Athen. Er hat recht. Erst muss er in Missgunst fallen. Aristophanes hat anscheinend ein Stück, von dem er glaubt, dass es dazu führen wird. Ein Stück? Es ist so viel mehr als das. Ach, mach dir nicht an deinen Chiton. Ich verstehe nicht, warum wir uns nicht alle lieb haben können. So würde es viel mehr Spaß machen. Was ist so besonders an diesem Stück? Wird dein berühmter oranger Affe auch wieder ein Teil davon sein? Ha! Lustigerweise war genau er meine Inspiration. Ist es kein Risiko, ihn vor seinen Bewunderern in so schlechtem Licht zu zeigen? Das Stück wird ihre Meinung ändern. Gute Kunst ist riskant, aber mein Plan wird aufgehen. Wir können nicht nur rumsitzen. Kleon schickt ein Boot nach Mytilene, um die Einwohner zu töten. Das Volk vertraut Kleon. Sie werden für alle Vorhaben stimmen, die er einbringt. Aber das heißt nicht, dass wir nichts dagegen tun werden. Kleon zu stürzen wird nicht einfach. Doch mit deiner Hilfe dürfte es machbar sein. Okay. Und jetzt? Ah ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Jetzt haben wir wieder haufenweise kleine Quests nebendran. Wo wir dann letztendlich das Ziel erreichen sollen. Nämlich, dass er dann in Misskredit fällt. Aber okay, das, da bin ich ja dabei. Ne? Das machen wir gerne. So, ja, komm, dann nehmen wir mal das hier als erstes. Wäre ich nur geblieben. Jemand hätte Kleon aufhalten müssen. Narren blicken in die Vergangenheit und du bist keine Närrin. Versuchen wir erst, Mytilene zu retten. Ach, so etwas ist das hier? Eine Art Plan? Schon als Kleon das erste Mal von Mytilene sprach, wusste ich, dass etwas faul ist und versuchte herauszufinden, was genau.
Dein Plan klingt vielversprechend. Einer meiner Schüler gibt sich als Wache in der Akropolis aus. Anscheinend versteckt Kleon dort etwas und veranstaltet geheime Treffen. Das ist sehr gewagt. Ungewöhnliche Zeiten. Wenn du glaubst, dass etwas, das uns hilft, in der Akropolis ist, finde ich es. Ich erwarte, dass du dort Beweise für seine Verbrechen findest. Kein Problem. Was, wenn das Volk sich nicht gegen Kleon wendet? Es wird. Ich werde schon bald vor dem Volk sprechen. Mit deiner Hilfe entlarven wir den Mann hinter der Fassade. Wo soll ich für dich hingehen? In den westlichen Teil des Heiligtums der Akropolis. Kannst du etwas genauer sagen, wo ich suchen soll? Soweit ich weiß, liebt Kleon vor allem die Statue der Athena. Klingt nach einem guten Ausgangspunkt. Ich werde auf der Akropolis etwas finden, das Kleon nicht von sich weisen kann. Gut. Ich werde schon bald zu den Menschen auf der Pnyx sprechen. Wenn du etwas Hilfreiches findest, triff mich dort. Ich beeil mich. Jetzt geh doch nicht. Lass uns doch gleich mal mit dem Kollegen hier noch reden. Das wird ein Desaster, ich sag's dir. Ganz ruhig. Wovon redest du noch überhaupt? Besser. Mein Meisterwerk. Es wird alles verändern. Es amüsiert, erstaunt, stimuliert und klärt das Volk über Kleons Machenschaften auf. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Ich bin weder Künstlerin noch Poetin, Aristophanes. Bei den Göttern, nein! Aber Thespis, mein bester Mann, wird vermisst. Ohne ihn ist mein Meisterwerk nur ein Stück. Woher willst du das wissen? Er verpasst niemals eine Probe, außer er ist betrunken. Oder bei einer Frau. Oder einem Mann. Könnte Zufall sein, oder? Nein, er weiß, wie wichtig das ist. Er lässt mich nicht hängen. Da stimmt etwas nicht. Besorgt ihr einen anderen Schauspieler? Oh nein, nein! Thespis lockt immer ein großes Publikum zu seinen Vorstellungen. Je mehr Menschen meine bissige Karikatur des Kleon mitbekommen, desto besser. Wo würde ich ihn finden? Thespis entfernt sich nur selten weit von zu Hause. Fang doch am besten dort an. Okay. Das dauert nicht lange. Bereite alles vor. Ich komme zurück, sobald ich ihn gefunden habe. Achso, warte mal. Herodotos. Jetzt kommt alles zusammen. Wir haben eine echte Chance. Ja, schauen wir mal. Diese Tat wird Perikles rächen. Er wäre stolz auf uns. Ja. Zum Glück bist du hier, Cassandra. Ich bin immer noch erschöpft vom Gefängnisüberfall. Ja, das war krass. Na, endlich. Jemand, der Lust auf ein bisschen Spaß hat. Ich weiß nicht, wie oft ich es noch ertrage, dass Sokrates mich zurückweist. Du wirst schon darüber hinwegkommen. Vielleicht kannst du mir helfen, mich abzulenken. Ein bisschen Spaß kann nie schaden. Ich wusste es. Soll das Echo unserer Leidenschaft durch diese Mauern hallen, wenn alle Anspannung von unseren Körpern abfällt? Ich könnte etwas Entspannung brauchen. Sprich nicht weiter. Hey, wir haben gerade gegen unseren Bruder gekämpft, ja? Da ist ein bisschen Anspannung auf jeden Fall da. Selbst in Kriegszeiten wie diesen geht doch nichts über ein bisschen Spaß. Sehr gut. So, wen haben wir noch hier? Wer bist denn du? Niemand, der mit uns sprechen möge. Auch nicht. Ja, auch. Ihr steht einfach immer noch hier. Was machst du hier? Schwert wegsteckte, nachdem er einen Spatiaten getötet hatte. Er hat's nicht mehr abgewischt. Was? Das kann nicht gut sein. Das ist bestimmt ein hoher Preis, wenn er seine Waffe so behandelt. Wirklich faszinierend. Hi, Tesh. Grüß dich. Ja, natürlich. Also. Es ist nicht so schlimm, auch mal in die Haut eines anderen zu schlüpfen. Ja? Also, ich weiß nicht, was ihr da immer habt. So, dann gucken wir doch mal. Was machen wir denn hier?
Alkibir. Warum konnten wir jetzt eigentlich nicht mit Alki gleich hier drüben das Gespräch führen? Naja, egal. Die Akropolis im Zentrum. Ja, ist ja hier, eben. Naja, wir versuchen. Wir versuchen es zuerst mal da. Ja, wie sieht's denn aus? Ich dachte, du wolltest mich hier irgendwie, ne? Und so. Und das soll ein Attentäter sein. Ey, so schwache Attentäter habe ich schon lange nie mehr gesehen. Hi, Leute. Grüßt euch. Nö, warum? Ihr wollt mir doch nur was Böses. Ja gut, ich habe zwar eins gedrückt, aber wollte er nicht. Naja. War ich nicht schlüpfrig genug, anscheinend. Na komm. Wart doch nicht so lang. Nicht bei der Hardware, die du hast. Komm. Den Finger. Sie werden sicher hinter mir her sein. Tja, scheiße war's, hä? Keine Schokolade. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier mit denen dann noch anstellen können. Das müsste ja relativ einfach gehen. Treib es nicht so weit. Das kennt ihr gerade recht. Ja, jetzt kommt doch mal einer her. Ich behalte dich im Auge. Mach besser keine Dummheiten, klar. Nee, ich doch nicht. Ich mach doch nie Dummheiten. Will ich nie machen. Man muss ja mal sich so den Weg freikämpfen. Wenn die der Meinung sind, sie müssen ja einen auf große Kämpfer machen, dann muss man denen ja mal zeigen, dass sie das nicht sind. Was zum Moment. Möchtest du dich im Vorhof
Voraus entschuldigen, ich darf heute bis morgen 6 Uhr in der Firma die Stellung halten. Ah, wird also nur sporadisch. Alles gut. Solange es dir ein wenig Freude macht und ein wenig die Arbeitszeit versüßt, ist das doch perfekt. Das hier sieht mir sehr nach Cleon aus. Ja. Dann gehen wir doch mal da hoch. So, müssen wir ja hier langsam mal ein bisschen zu Potte kommen. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich die zwei Dinge hier, also die zwei kleinen Quests in einer Folge machen kann, aber naja. Dann wohl nicht. So, dann hüpfen wir doch mal schnell hier hoch. Dann hüpfen wir doch mal schnell da hoch. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. So, wen haben wir denn hier noch alles? Ja, einer muss dran glauben. Du vielleicht auch noch, aber der Rest müsste ohne gehen. Brief an Cleon. Cleon, dein persönliches Eigentum wurde deinem Wunsch entsprechend versteckt. Ich werde bis auf Weiteres den Schlüssel sicher aufbewahren und wie gewohnt beim Parthenon auf Patrouille gehen. Polemarch Phaelos. Um den Schlüssel zu bekommen, muss ich diesen Phaelos finden. Oder Phaelos. Schlammspuren. Stammt vermutlich von jemandem aus dem Garten. Diese Schaufel wurde kürzlich benutzt. Hier hat offenbar jemand gegraben. Gut. So, haben wir jetzt hier eine verschlossene Truhe und brauchen da hinten, alles klar. Ja, sollte es eigentlich oben bleiben. So. Jetzt müssen wir mal ein wenig die Vertikalität dieser Gegenden hier ausnutzen. Nach guter alter Assassin's Creed-Manier muss man manchmal ein bisschen in die Luft gehen. Oder zumindest auf die Dächer. Wer bist du? Theodekles, Beschützer. Ach, sag bloß, hier ist einer. Aber.
Ich weiß nicht, der lag da einfach so. Kann doch da auch nichts für. Ja. Ja, ich weiß, ihr hättet euch jetzt alle hier durchgekämpft und sowas. Ich kenne euch. Ihr wollt alle nur Blut vergießen und übelste Rache für alles, was euch die Leute irgendwie angetan haben. Aber man muss auch mal ein bisschen, ne, unterm Radar. Ja, mal sehen, ob ich das jetzt hier unterm Radar schaffe. Es war gerade ganz knapp von nicht unterm Radar. Sokrates hatte recht. Genau das haben wir gebraucht. Das wollen wir jetzt natürlich mal lesen. Klären. Nach einem erfolgreichen Angriff auf Mytilene werden wir bei den nächsten Zielen keine Probleme und auch genügend Männer haben. Die Schiffe werden bereit sein, sobald der Antrag durchkommt. Unterm Radar, genau wie ich es mag. Alles still und leise wegmachen. Ja, das, ja. Manchmal auch das, genau. Manchmal auch das. So, jetzt würde ich gern... Ja, doch, komm. Wir gehen jetzt zu Sokrates. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich jetzt erst die andere Quest noch angehe. Aber nein, wir gehen jetzt gleich zu Sokrates. Auf die Pnyx. Mal sehen, was unser Pnyx-Sprecher da so zu sagen hat. Natürlich speichern wir dann vorher. Nicht, dass wir hier irgendein Problem heraufbeschwören, aber das sollen, es müssten ja eigentlich wieder zwei einzelne Aufgaben sein, die jeweils zu erfüllen sind, damit wir quasi dann weitermachen können. Und nicht eine machen wir und das war's. Und wir müssen ja mehrere Zweifel streuen. Deswegen machen wir da jetzt erstmal das eine hier. Wie viele Leute werde ich da oben wieder umbringen müssen? Gucken wir mal. Niemanden. Das ist ja geradezu langweilig. Ich meine natürlich, oh toll, kein Blut vergießen. Das ist ja, wow, schön, das freue ich mich. Dass das auch mal ohne geht, ne? Ah, schön. Wisst ihr noch, wo wir das erste Mal hier waren? Ewigkeiten her. Also wirklich Ewigkeiten her. Aber da waren wir hier. Und dann standen Perikles und Kleon da oben. Irgendwann stand Kleon da drüben. Und hat uns benutzt, um seinen Weg zu finden. Beziehungsweise dann das zu erreichen, was er möchte. Gut, du bist hier. Das Volk erwartet bereits meine Ansprache. Dies solltest du zu deinem Vorteil nutzen können. Das habe ich zu Kleon gefunden. Mytilene ist nur der erste von vielen Orten, die er auslöschen möchte. Mit dem Einfluss, den er über die Polis hat, bekommt er jedes Mal die Zustimmung zum Töten. Dann liegt es an uns, jetzt und hier ihre Meinung zu ändern. Begleitest du mich? Oh wei. Vielleicht reicht es nicht, vor dem Volk zu reden. Wir müssen ihnen zeigen, warum es falsch ist, Kleon zu folgen. Es überrascht mich, dass du so eine Idee vorschlägst. Ungewöhnliche Zeiten. Waren das nicht deine Worte? Waren sie. Folge meinem Beispiel und tu so, als wärst du einer von Kleons Unterstützern, nicht von mir. Ich tue mein Bestes. Aber Sokrates, Kleon ist ein Mann des Volkes. Sag mir, wenn du jemanden mit dem Schwert verletzt, bist du dann nicht verantwortlich? Doch. Was, wenn du jemanden anheuerst, um einem anderen zu schaden? Bist du dann auch verantwortlich? Das ist lächerlich. Nicht ich hätte ihm geschadet, sondern ein anderer.
Wäre die Person ohne dein Zutun sicher vor Schaden gewesen? Jedenfalls vor mir, ja. Dann gibst du zu, dass du für diesen Schaden verantwortlich bist. Denn du bist daran beteiligt gewesen, wenn auch nur indirekt. Ich schätze, das tue ich. Wir sind uns einig, dass man anderen auch anders schaden kann als mit eigener Hand. So ist es. Dann lass mich dir noch eine Frage stellen. Wem vertraust du? Der Mehrheit oder dem Einzelnen mit mehr Fachwissen? Scheiße, eigentlich, hä? Also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ne, Experten. Ich kann 1000 Leute haben, oder man sieht es ja immer wieder draußen, die ganzen Impfgegner und Medizinleugner, und hast du nicht gesehen. Das sind auch viele Leute. Und selbst wenn das jetzt in einer Diskussion irgendwie die Mehrheit wären, und dann hast du dort 2-3 Leute, die ihr ganzes Leben lang irgendwas in der Forschung hatten zu dem Thema, dann glaube ich doch immer noch den Experten. Aber ich muss jetzt so tun, als wenn ich klären. Boah. Ich folge dem mit dem Fachwissen. Er weiß es vermutlich besser als ich. Dann hängt deine Entscheidung nur davon ab, was ein anderer sagt. Andere Informationen habe ich nicht. Und wenn er lügt? Wer mich anlügt, hat mein Vertrauen nicht verdient. Natürlich nicht. Denn schließlich, wenn er dich einmal angelogen hat, wer sagt, dass er es nicht nochmal tut? Ja, da hast du recht. Dann stimmst du also zu, dass jemand, der lügt, kein würdiger Anführer ist? Natürlich. Oh, Athene! Und ihr? Würdet ihr nicht zustimmen, dass man auch für den Schaden, den ein Mittelsmann verursacht, indirekt verantwortlich sein kann? Würdig! Und würdet ihr jemandem folgen, von dem ihr wisst, dass er euch zu seinem Vorteil angelogen hat? Natürlich nicht. Eben. Und aus diesem Grund möchte ich euch bitten und beschwören, hört mich an. Der nämlich, dem ihr momentan folgt, lügt zu seinem eigenen Vorteil. Leon hat euch angelogen, um eure Zustimmung für den Angriff auf Mytilene zu bekommen. Und wir haben Beweise, dass er es wieder tun wird. Wird dieses Schiff erst in Mytilene sein, hat niemand dort eine Chance zu überleben. Jetzt, da ihr die Wahrheit kennt, könnt ihr eure Entscheidung zurücknehmen. Wir müssen erneut abstimmen. Das Leben dieser Menschen liegt auch in unserer Hand. Das Schiff muss umkehren. Ich glaube, wir haben es geschafft. Sieht zumindest gut aus. Komm schon. Das war eine echte Lehrstunde in Rhetorik. Das Volk wird nicht ignorieren können, was es gehört hat. Sehr gut. Ich muss etwas gelernt haben. Wahrscheinlich in der ganzen Zeit, die ich mit dir verbracht habe. Debatten mögen nicht immer so schnell wie eine Klinge sein, aber sie können durchaus dieselbe Wirkung entfalten. Ja, und vielleicht etwas nachhaltiger sein. Ich glaube, Kleons Untaten werden sich in Athen herumsprechen. Die Athener lieben ihre Stadt und wofür sie steht. Niemand kann sich wünschen, dass sie fällt. Mhm. Ja, sehr gut. Wahrheitsfindung. Ja, ach schön, ach, ich freue mich. Gut, dann wollen wir mal hoffen, dass diese schöne Stadt wieder zu altem Glanz zurückfindet. Das Ganze ohne weiteres Blutvergießen oder nur das Blut derer, die sich dagegen stellen wollen. Und wir werden in der nächsten Folge dann versuchen, dieses Meisterwerk eines Stückes zu finden und stattfinden zu lassen. Ja, ja, ja. Aber das natürlich erst in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, Tyrion. Ciao.